Hallo und willkommen zurück im Giftgas. Wir haben letztes Mal es bis hierhin geschafft und jetzt müssen wir irgendwie auf die Klippen darauf kommen, um was zu scannen. Eben das. So, letztes Mal habe ich mit meiner ganzen Hirnpower dediziert, dass wir hier über diese Holzbrücke müssen, also über den umgefallenen Holzstamm. Mein Intellekt hat leider nicht ausgereicht, um rauszufinden, wie wir denn da hochkommen. Deswegen probieren wir das einfach mal mit bisschen Brute Force. Das sah doch schon ganz gut aus. Hui! Maybe it's linked to... Oh, Hinweise. Vielleicht ist diese offene Kiste verlinkt mit dieser geschlossenen Kiste. Nein, das war nur ein Essenscontainer. So ein Mist, wo liegt denn der zweite Haufen, mit dem ich das hier verlinken muss? Vielleicht da drüben. Oh, da unten liegt auch was. Wieso glitzert das so schön gelb? Das hat eine gelbe Umrandung. Na, ist der Hinweis verlinkt hiermit? Das sehe ich auch. Mensch, dafür bräuchten die keinen Sherlock Holmes Navi-Charakter. Da hätten die mich schicken können. Das ist ein Teil von einem Heli, würde ich sagen. Da ist ein Tab-Logo und das ist verbunden mit dieser komischen Batterie. An RDA aircraft came from TAPCON 1 and crashed. Ja. An RDA aircraft was carrying a cage for something long ago. It crashed here. The pilot got away. TAPCON 1 must be nearby. Gotta find the location. Hack the black box. Oh, ich muss die hacken. Ein Glück habe ich dieses SID-Tool. Oh, ich sollte auch loslegen. Der Weg ist voller Strom, jetzt ist frei. So, einmal nach ganz oben für den Schlüssel. Und dann nach ganz unten für den Weg. Komm, falsch abgebogen. Wir haben es trotzdem noch geschafft. Okay. No, it's a very old RDA crash site, but the Scorpion also had the TAPCON 1 logo. This must be where Seward got the RDA crate and took it back to his workshop. It means the facility or whatever it is must be nearby then. You have to find it. Yeah, I managed to get coordinates from the black box. I'm on my way there now. I'm scared. You know. What do you think it is? Memories of my childhood fade more each day. Oh, Amano unterbrochen. Das tut mir leid. Der ruft bestimmt gleich wieder an. Okay. Hat... Oh, das hätte ich ihm auch sagen können. Hui, wir haben es geschafft. Komm schon, irgendein Bogen. Eine Shotgun mit 200 Schaden, die haben wir doch erst bekommen. Na gut. Keine Kritik an ausüben am Spiel. Into the Fog. So, Wegpunkt ist gesetzt, 700 Meter entfernt. Health ist aufgefüllt. Mensch, das läuft hier gut. Und was bist du? Achso, ich bin eh voll. Sah ein bisschen aus wie so eine Pusteblume. Also ganz leicht, sehr, sehr entfernt. Ah, hier dieser blumige Part, der da drin war. Oder ich laber einfach wieder Mist. Das kann auch passieren. So. Ich glaube, Hawk können wir nicht rufen, weil der auch, keine Ahnung. Genau. Der mag das Java hier auch nicht. Ja, ich hab's ja verstanden. Ah, die Viecher hier haben überraschend wenig Probleme mit dem Giftgas. Sollte man denen auch den Tee anbieten, den ich mir letztes Mal reingezogen habe und dadurch eben keine Auswirkung mehr hiervon habe. Oh, da oben ist er, glaube ich, schon. Sind das Eiszapfen, die da dran hängen? Oder so Tropfsteine? Das ist ja dann uralt. Und vielleicht ist hier kalt. So ein Winterbiom auf Pandora wird auch noch fehlen. Generell bin ich gar kein Fan von Winterbiomen, aber es wäre, glaube ich, besser als das, was wir hier haben. So, wie muss ich da hoch? Einfach hier? Hui. Nö.
Das Spiel hat andere Pläne mit mir. Wollen wir den anderen Plänen ja mal folgen. Mensch, das ist aber eine riesige Basis. Zumindest von hier richtig in den Fels gemeißelt. Muss ich durchs Abflussrohr rein? Ne, die scheinen alle zu sein. Ich kann ja noch ein bisschen in der Kloake hier vor, wo sie bestimmt die ganze Chemie rausgepumpt haben, noch ein bisschen schwimmen. Vielleicht wird meine Haut dann ganz blau. Wer weiß das schon? Ich schätze mal, wir müssen irgendwie wieder da hoch. Ich habe es nicht vermisst, eigenständig klettern zu müssen. Fand es immer gut, Hawk zu haben, auf dem ich dann einfach an solchen Bergen hochgleiten konnte. Der hätte auch was von dem Tee gebraucht, garantiert. So, was bringt mir das jetzt, dass ich hier bin? Bisschen was. Über Stock und über Stein. Nein, nicht so viel. Na, ich würde sagen, das hier ist nicht der offizielle Weg. Ja, vielleicht der inoffizielle. Nur, I found Tapcon 1. It looks abandoned. Find a way inside. Our past may be buried in there. Jo, ich probier's. Erstmal hier oben schauen, ob wir was Wichtiges übersehen haben. Nee, anscheinend nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre doch ein guter Platz, um ganz, ganz viele Spare Parts zu verstecken. Erleuchtet wieder was komisch, gell? Ich glaube, durch das Giftgas ist der Scanner einfach ein bisschen anders getönt. Und dadurch wirken die so komisch. Hui, ich kann was hochjagen. Entschuldigung. Hui. Das hat sich nicht so angestellt. Das finde ich schon mal gut. Assault Rifle Rounds. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Und zwei Stöcke. Komm schon, Spare Parts. Nö, eine Shotgun Shell. Wo soll ich rein? Wo soll ich rein? Wo soll ich rein? Da oben ist ein Secured Container. Da ist bestimmt wieder gutes Zeug drin. In Anführungszeichen gut. Oh. Hui. Also wenn hier ein Feind drin ist, weiß er auf jeden Fall, dass er Besuch bekommt. Müssten wir da hoch für den Secured Container? Ich glaube. Probieren wir es einfach, weil Zeug brauchen wir auf jeden Fall. Hier war noch ein Stick. Und das will gehackt werden. Wo sind wir denn? Da. Wünschte, wir würden immer hellrot blinken oder so. Oder hellgrün. Ist hier teilweise echt schwierig, die Startposition zu finden. Yay, nochmal eine Shotgun mit 200 Schaden. Glaub, besser wird's heute nicht. Dann wollen wir mal zum Questmarker gehen. Der irgendwo hier sein sollte, aber nicht angezeigt wird. Die Navigation in dem Spiel lässt zu wünschen übrig. Oh, nicht schon wieder sowas, wo ich hier ganze Facility... Ach, lass mich doch von hier hinten machen. Ah, dann wäre es wahrscheinlich zu einfach. Na gut. Den Ventilationsschacht konnte ich noch nie leiden. Keep clear. Ja, ich versuch's, aber manchmal nuschel ich dann doch ein bisschen. Das wird aber schon deutlich besser. Bin jetzt einfach deutlich gewohnter zu reden. So, einmal hier rum. Und einmal nach unten. Das klingt nicht gut. Ich glaube, wir kriegen Besuch, wenn die merken, dass das hier wieder eingeschalten wurde. Naja. Wir sind ja gewappnet. Wir sind ja gewappnet. Ja, geh mal hier durch. Oh, Medizin. Brauche ich aber nicht. Ist das ein Ausgang? Wirkt wie ein Ausgang.
Anscheinend nur zu einem separaten Bereich. Dann exploren wir hier mal. Ein Datapad. Ist das nicht schön? Und so viele Container, die ich nicht öffnen kann. Das ist nicht schön. Endlich, dass ich mal doch eine Scheibe komme. Ja, also creepy würde ich jetzt nicht sagen. Ja, zumindest ziemlich, ziemlich ungemütlich. Wäre natürlich noch hier komische Musik am Spielen. Ist sie vielleicht auch, nur die ist Copyright geschützt und ich höre nichts. Dann wäre es wirklich creepy. Oder ich habe es einfach nicht laut genug gedreht. Ich muss mich ja auch selbst reden hören. Sonst entweder nuschel ich dann komplett ins Mikrofon oder schreie hier meinen Mitbewohner zusammen. Das kann ich noch nicht ganz so gut regulieren. Zumindest wenn ich mich überhaupt nicht höre. Deswegen, früher habe ich ganz gern mit Noise Cancelling Kopfhörern gezockt. Während ich hier aufnehme, geht es natürlich nicht. Da nehme ich meine anderen. Da ist wieder so ein... So ein Navi-Zeug drin. Sieht ein bisschen aus wie, das Logo glitscht aber. Nee, ich wollte sagen, sieht ein bisschen aus wie der Festanzug, den ich an habe. Obwohl, der ist hier gerade nicht ausgerüstet. Habe ich den eigentlich noch? Nee, ich glaube, den habe ich letztes Mal gespendet. Naja, sei es drum. Was sind denn das für rote... Achso. Ja, maybe das ist verlinkt zu dem Container. Das sind solche Spanngurte, Elemente zum Fesseln. Menschen. Looks like they had not been cages. There's a door up ahead. But who did they bring here? I don't know. Ja, wahrscheinlich dich. Was kann ich denn hier wieder connecten? Das sieht nach keiner guten Verkabelung aus. Aha. Muss ich jetzt da... Das muss ich kaputt machen. Sicherheitsmechanismus umgangen. So. Irgendwas noch übersehen? Nö. Mit dem Loot-System bin ich hier echt nicht glücklich. Ich brauche doch gutes Zeug. Das wäre perfekter Ort für ein bisschen mehr gutes Zeug. Ein Spielzeug. Mensch, die Lampe flackert aber. Hast du nicht eine andere Voiceline noch dafür? Vielleicht sind die Dinger verlinkt zu den Betten. Zu den Wänden. Nee, zu den... Keine Ahnung, ich sehe nichts anderes. Zu den Kinderzeichnungen da. Oder ich... Hierzu. Mist. Ein Seifenspender. Hier ist toxischer Waste. That's not it. Na gut. Hey, ich erinnere mich hier dran. Glaube ich zumindest. There were not wie children here, Nord. They did a drawing on the wall. So is it another top school? It doesn't feel like a school. There's makeshift bedding. But everything's old and broken, so it's hard to tell. My memories are hazy. Keep looking. We need more answers. Ja, ich bin dabei. Na gut, was auch immer das hier ist. But what else? Eine komische offene Kiste mit Zeug davor. Die verlinkt man mal zu den Wasserfässern hier. Like animals. Ja, ungut würde ich sagen, ungut. This place was a prison, not a school. They brought us here in restraints and took our clothes and belongings. Like animals, taking everything that was not the away from us, including our family. The showers, worse than the ones at school, but I can still smell the disinfectant they used to use on us. They always said we were dirty. I remember that one kid. Always washing their hands. Mercer wanted to scrub the Nazi off us. Wash away, Pandora. Looks like it all started here.
they had beds for little ones. We must have been so scared, Nor. I don't want to remember. Ja, aber du musst. Maybe I should. I'm going to see what else is buried in here. Na, endlich kommen wir mal der Story wirklich, kommt so ein bisschen in die Gänge. Container, sogar so schöner großer. Da ist doch bestimmt was für mich drin. Es ist exquisiter Enkelgard. Na, der bringt fast doppelte Health. Ist das nicht schön? Also ich freue mich. Genau das habe ich gemeint mit, hier ist doch die richtige Stelle, um schön Loot zu verstecken. Zumindest aufzubewahren. So versteckt war der jetzt nicht. Aber ich habe interagieren müssen, damit ich das bekomme. Das war keine Selbstverständlichkeit. Was bist du hier schon wieder? Was zum Hacken? Wo bin ich? Wo bin ich? Da unten bin ich. Ich muss da oben. Gleich wird's. Einmal hoch, einmal zum Schlüssel. So langsam bin ich richtig gut hier drin. Okay, Security Lockdown engaged. Ist aber nicht so schön. Ich glaube aber, beim Hacken war ich noch nie so wirklich schlecht. So distorted. What is it saying? Das ist noch ein Loot-Container hier. Also das ist nicht, was dieses komische Recording, die komische Aufnahme sagt, aber das ist, was ich gesagt habe, weil es direkt hier ist. Superior Enkelguards, toll. Da habe ich viel bessere gerade gefunden. Hättet ihr mal noch irgendwie so einen Brustpanzer reingepackt, den hätte ich natürlich mit Freuden genommen. Ach komm, durch das Fenster kann ich wieder nicht. Das Spiel ist so unrealistisch. So, hier unten ist nichts. Vielleicht hier, sieht aus wie ein Labor. Jetzt werde ich desinfiziert. Kann das hier auch sabotieren? Was machen die denn hier mit uns? Oder was haben die mit uns gemacht? Ein Lab. Der chemische Smell erinnert mich an Pain und Fear. Blutsamples. Some of us cried every time. Ja, Nadeln können schon schmerzhaft sein. Aber hier bringt man doch keine Kinder zum Testen hin. Können wir wenigstens freundlich anstreichen. Da gibt's Medizin, aber ich brauche gar keine. So, ich schätze mal, wir müssen irgendwo hoch. Ich denke, das Spiel will, dass wir hier lang gehen. Na gut, dann einmal reinhacken hier. Hier sind unten. Und ich habe den Weg gefunden. Erst zum Schlüssel, dann zum Schlüsselloch. Warten, 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 bis der Strom weg ist. So, jetzt nochmal rüber. Lass mich durch. Nord, are you there? Oh, das ist Ari. What now? What did you find? It's a Hari. They... A Hari? What do you mean? I found a photo. All her records, with notes. They called her disruptive. Naja, war sie ja auch ein bisschen. Ich schätze mal. She looked after us. That's what we all thought. Ich war skeptisch. And maybe there's a lot more to this that we don't know. Do you think so? Like what? Something isn't right about that place. Why did they abandon it? What happened? You're right. I have to go deeper. Es wird spannend. Gut, ich finde schon die ganze Zeit spannend.
Ladesequenzen kann ich nicht leiden. Weg damit. So. Ich bin wieder mobil. Ja, das ist jetzt ein anderes Spielgenre. Wüsste ich schon, was ich da unten zu erwarten habe. What was that? Oh. So viel zu anderes Spielgenre. Da ist irgendein Monster drin. Wir sehen schon. Weiß ich nicht. This is too important to turn back now. Ist hier nur ein kleines Monster. Ist hier was drin? Hallo. Loot. Sachen zum Scannen. Audiologs. Irgendwas. Na, da ist zumindest eine Kiste. Sehr gut für die Spare Parts. Craft mal gleich eine Mine nach, weil ich glaube, sonst haben wir keine Chance gegen das Vieh, das hier rumschlawinert. Komm schon, das müsste doch irgendwo sein. Meets, meets, meets. Was ist das? Nein, ich kann es nicht. Irgendwie ist da noch eine Aufnahme, die relativ wichtig wirkt, aber die verstehen wir halt nur korruptionsartig. Okay, da können wir zumindest dann durch. Die Frage ist, wo ist denn das Vieh hin? Ich mag es lieber, wenn ich die Viecher sehe, die mich angreifen wollen. Na gut. Was ist denn das? Das wird kein spaßiger Windtunnel sein, um unsere aerodynamischen Eigenschaften zu prüfen. Das sieht fieser aus. You won't believe this. Try me. It's almost grotesque. You know, where they made her Na'vi self. Her avatar, you mean? She's not Na'vi. She just wears us like a coat. Das ist mal eine Aussage, die ich mag. Dass die Avatare einfach getragen werden wie ein Mantel von den Menschen. Ich finde, die hat irgendwas Creepyes und Wahres zugleich. Hä? Das Vieh kann doch nicht einfach verschwunden sein. Bin doch hier nur im Nebengang gegangen. Ich will es jetzt besiegen. Dann ist es aus dem Weg. Ach, das war ja vorhin hier. Na gut, dann kommt das eben später. Ich werde trotzdem mal den Minenwerfer ausgerüstet lassen und beim kleinsten Anzeichen von Panik, die bei mir einsetzt, irgendwo wahrscheinlich wieder komplett daneben gegen die Wand schleudern. Na, dann ist es halt so. So, wir müssen... Das war nun die Vorstufe zu Panik. Ah, schöne, leuchtende, was auch immer. Hey, kann ich dich tot machen? Ob soll ich noch gar nicht? Weiß ich nicht. Wieso stalkt? Ich hab schon auf das geschossen. Ich hab keine Angst. Naja, ich hab ein bisschen Angst, aber ich hab einen Minenwerfer. Hey, geh da runter. Will mich frei bewegen können. Okay. All die Jahre standen die Boxen stabil, aber jetzt... Also vielleicht war es das Insekt. That voice. Who is it? Ich kann's dir nicht sagen, mein Junge. Da muss ich wieder was hacken. Wir sind unten und wir müssen ganz nach rechts. Hui, hui, hui. Ja, falsch abgebogen. Sehr schön. Hi. Hi. Nein, renn doch nicht weg. Kann ich den nicht gleich fertig machen? Keine Power.
Gehst du jetzt auf? Hallo, Tür? Ein Glück hat das repariert. Wo bist du denn hin? Meets. Hätten die mich gleich gegen das Ding kämpfen lassen, hätte ich weniger Angst. Nicht, dass ich jetzt welche hab. Aber ich bin zumindest skeptischer eingestellt. Ich höre es rumtapsen. Oh, schön viele Spare Parts. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nachzuschauen. Oh, hier muss ich glaube gar nicht rein. Muss ich nach oben? Spiel, sag mir, wo ich hin soll. Ah. Das ist ja noch relativ deutlich. Wo ist die Katze denn hin verschwunden? Gab doch keine andere Öffnung. Hi. Waren das schon alle? The voice. It's coming from that office. Must get in. Ja, erstmal müssen wir hier nachcraften. Ist das hier schön. Die haben ein Aquarium hier drin. Haben die irgendwie noch Raketenwerfer oder irgendwas, was man nachher gebrauchen könnten? Mensch, ist das schön, was die hier gemacht haben. Nicht alles, was die Menschen auf Pandora machen, ist schlecht. Doch, eigentlich schon. Ah, Anlagen können die bauen, Mensch. Kenne mich ja hier gar nicht aus. Hey, ich dachte, ich komme da rein. Hallo, irgendwer zu Hause. Ein Kätzchen, das mich noch angreifen will. Irgendwas zum Scannen? Nö. Schön nachladen. Wer weiß, wann wir das Zeug brauchen. Container mit Inhalt drin, den ich hoffentlich aufnehmen kann. Oh Mist, ich hab's vermasselt. Gibt ganz schön viele Stromteile hier. Oh Gott, das mache ich echt schlecht. So, jetzt hier runter. Zeit ist genug. Warten wir es einfach ab. Wir haben Zeit. Runter. Und jetzt. Mit 10 Sekunden übrig. Ein Glück nicht. Noch eine Shotgun. Ah, selbst das, wie heißt das im Deutschen? Nicht Maschinengewehr, Assault Rifle, Sturmgewehr. Selbst das Sturmgewehr ist schlechter als das, was wir ausgerüstet haben. So, schätze ich hier durch. Unser exquisites Sturmgewehr ist ausgerüstet. Nur falls sich dann doch mal das kleine Kätzchen traut, uns noch anzugreifen. Oh, ich mag keine Tauch. Unter Wasser kriege ich Angst. Deswegen habe ich auch so Probleme mit Subnautica. Das steht auch noch auf der Liste. So, hier muss man was reparieren. Ja. Das sieht repariert aus. Ah. Und nu? Ah, Weg gefunden. Wenn jetzt nochmal die gleiche Szene kommt, dass ich irgendwo runterfall. Damn it. RDA must have triggered an alarm. Ja, das habe ich vorhin schon angenommen. So, da kommen wir glaube ich hier. Die muss ich freischalten. Na, wunderbar. Warum kommen die jetzt zurück, wenn ich hier gerade einen Alarm getriggert habe?
going to see if I can hear the whole thing. Oh, zum Glück bin ich nicht runtergesprungen, bevor ich das gescannt habe. Da habe ich das schon gescannt. Nee, ich bin ja gerade erst hier reingekommen. Mist, falsch abgebogen. Dann doch ganz unten lang. Oh oh. Das klingt doch erstmal noch gar nicht so verwerflich. Die will uns halt mit allen Mitteln Wissen mitteilen. Für Feinde. Kann ich hier kaputt machen? Oh. Dachte, es wäre offen. Nee, gut. Hallo. Wollt ihr noch mehr aus Maul? Ja? Nein? Ihr wisst es nicht? Oh, jetzt habe ich wieder viel zu viel gecraftet und kann mein Zeug unten nicht aufheben. Sei es drum, sei es drum. Hui. Medizin brauche ich gar nicht. Na, wo ist noch das andere fette Kätzchen? Ne, komm. Oh, wir gehen nach draußen. So wie es aussieht. Na, nicht ganz. Da steht ein Menschlein. Es sind wieder so viele Leute hier. Kann ich gar nicht verstehen. Und bye. Ja, wäre schneller gelaufen. Das läuft ja heute mit dem Treffen. Oh, da kommen ja noch viele mehr. Ah, beste Waffe im gesamten Spiel. Und tschüss. Ganz da hinten ist noch irgendwas. Was auch immer. Davon lassen wir uns nicht beirren. Irgendwas noch zum Looten. Ah, nur da, wo ich vorhin reingekommen bin. So viel zu gut treffen heute. Alles getroffen, bis auf den mutigster RDA-Member. Ich wäre abgehauen, wenn meine ganzen Mech-Kumpels schon draufgegangen wären. Ich glaube, wir sind diesmal erfolgreich entkommen.
Hui. Vielleicht ist ja hier noch was drauf. Wir müssen jetzt zu einem Sarentu Mood Cycle. Circle of Songs. Aha. Okay, anscheinend darüber. RDA. They must have been alerted when the power came back on. But I made it out. That place was awful, Noah. I'm sorry you had to be there alone. Alles gut. We needed to know. Alma left some old audio diaries. She also mentioned a meeting place called the Sarentu Mood. The Sarentu Mood? I remember. A tattered memory they made me forget. I think that's where they took us from. I'm going there now. You get to go home. Maybe. Let's see what I find there first. We're so close. Gut. Ja, nicht den Wegpunkt aus den Augen verlieren. Und nicht verwechseln mit dem, den ich gesetzt habe. Könnte ich auch inzwischen mal wieder wirklich umsetzen. Vor allem, wie weit ist das entfernt? Ein bisschen arg weit. Kann ich irgendwo... Nee, wahrscheinlich kann ich nicht irgendwo hinfliegen, weil hier alles voller Giftgas ist. Die haben es echt schon irgendwie drauf abgesehen, mich in vielen Storyteilen von meinem Ikran fernzuhalten. Damit es zumindest ein bisschen eine Herausforderung wird. Was bist du denn? Ah, wieder so ein iPhone. So ein Auge-Dorne. Au. Au. Na gut, lass mal die in Ruhe. Will anscheinend nicht, dass ich sie ernte. Ein schöner Fußmarsch durch das sumpfige Giftgasgebiet. So hätte ich mir meinen Neujahrstag auch ein bisschen anders vorgestellt. Also ist gerade der 1.1. Als wenn die Folge aufgenommen wird. Ich glaube, die kommt aber erst in einer Woche raus. Deswegen... Boah, gut Vorarbeit geleistet über meinen Urlaub. Hier ist irgendwo wieder was Interessantes. Aber mich interessiert vor allem der Questmarker. Das sieht aber auch cool aus mit dem Giftgas und den ganzen Hellpflanzen hier. Das ist eine schöne ambiente Beleuchtung. Passt zum Sumpf. Er ist ja kein wirklicher Sumpf. Ist trotzdem eins meiner Biome, die ich auch nicht wirklich mag. So, jetzt sind wir aber gleich da. Hoffe ich doch. Oder müssen wir noch irgendwie einen Berg runter? Oh, ich glaube, wir müssen noch ein paar Meter weiterlaufen. Da habe ich mich zu früh gefreut. Das passiert mir auch öfter. Oh, nicht wieder auf den Berg allein. Hey, da gehen wir rechts vorbei. Hey! Nicht angreifen. Habt ihr diesmal nichts getan? Oh, ich glaube, das Spiel speichert. Das ist meistens nichts Gutes. Da erwartet mich nur Schmerz und Feinde. Oder meine Feinde erwartet es. Ja. So langsam hätte ich dann auch genug vom Laufen. Könnt ihr auch mal einen Gang zulegen, der Typ hier. Ich glaube, wir haben es gefunden. Nor, I'm at the location and... And what? What is it? It's a sad, desolate place, Nor. Did our people really come here? It's thick with Yavin, nothing grows. I wish I could see. Is there anything from our people? Why did Alma go there? Did the Kamit Tire lie to her? It was so long ago. There might not be anything left to find. I'll have a closer look. Don't despair yet. Was ist denn das für ein Kreis? Oh no. There are rock paintings and children's toys. It all feels strangely familiar. That must be the Sarentu Mood site. Ja. Rocks decorated with our stories. The figures danced in the firelight. We played among our families. Touching these things. It's like reaching a hand back in time. Wish I could be there. Er kann ja herkommen. Also wegen dem Java kann er nicht kommen.
Das sieht auch nicht gut aus. Oh, das macht mir sogar wieder leicht Schaden. Wahrscheinlich, weil es so hoch konzentriert ist. Können wir da hinten lang? Wie? Nö. Irgendwas zum Scannen hier. Das Spiel lässt einen wirklich arbeiten für die Entdeckung. Da ist ja noch was. Wer bist du denn? Ah, du bist ein Teller. I found something wonderful. Tell me. Gifts from the Kametire. Beautiful artifacts. The other clans always gave gifts when we left. As kids, we got excited to see what they were. I wish I remembered. But the best bit is that I found Anufi's vials, untouched in baskets. So, they didn't even use the medicines Anufi gave our clan. Ja, das sind mal Schlussfolgerungen, die man ziehen kann. Da geht's als nächstes hin. Wenn es mich schon so schön anleuchtet. So many spent bullets. Hardy and Sodden to clashed here, Nord. This must be the place Alma mentioned. The Sodden two were all here. The perfect ambush. I think so. And now. It's just remnants of everyone we loved. I'll keep looking. Erstmal was essen. Der Anblick macht mich ja hier so hungrig. Und da ist der Circle of Songs und da darf ich hoffentlich wieder irgendwas anderes machen außer Tai Chi. My blanket? Echt? Das ist dein Deckchen? It's her. Sapno. Meine Mutter hieß anscheinend Kataru. Oh, ich habe so eine liebe Mutter. Oh, ist die freundlich. Ich hoffe, nichts Schlimmes passiert hier. I remember it all. What do you mean? I was in my mother's arms. Her smell is still on the blanket I found. She wrapped me in it as a child. It took me back. We played at the feet of our parents. The last time we were all together. I've seen it in my dreams. The happiest I've ever been. Yes. Happy. Ahari was there. Mother was smiling, but then she looked scared. She shielded me, and then it went dark. We need to know what happened next. Yes. And Alma. How does she fit into all of this? She has questions to answer. But first I should tell Anufi that she didn't poison the Sarento. It was the RDA all along. And someone from the Kametire helped them. Das schauen wir mal. Nun gut, da haben wir einiges Wertvolles erfahren in der Episode. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende von der hier angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.